dann heiße ich euch willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Harry Potter und der Stein der Weisen. So, ich speichere direkt erstmal. Ich habe nämlich keine Lust, diese Kacke nochmal zu machen. Um es nett auszudrücken. So, und jetzt können wir auf jeden Fall Stück für Stück durchgehen. Da war ein Hinweis. Die Hinweise hatten wir schon alle gelesen. So, dann gehen wir erstmal die magische Menagerie. Willkommen in der magischen Menagerie, Mr. Potter. Ich habe Sie schon erwartet. Diese drei Warzen kosten eine Galeone. Zuerst müssen Sie jedoch meine violette Riesenkröte finden. Ich habe gerade erst eine Lieferung rausgeschickt und meine violette Riesenkröte hat sich entschlossen, sich unter den Kisten zu verstecken. Wenn Sie sie gefunden haben, verwenden Sie einen Weiche-Zurückfluch, um sie zu betäuben. Verwenden Sie den Zauber erneut, um die Warzen zu entfernen. Beeilen Sie sich! Sie mag es nicht besonders, wenn man ihr Warzen abpflückt. Sie wird verschwinden, nur um sie zu ärgern. Vor allem... Was? Vor allem, warum? Weißt du, wenn ich die selber pflücken muss? Mit Ihren schlecht getimten Flüchen werden Sie noch mein ganzes Geschäft zerstören. Fangen Sie noch einmal an und seien Sie diesmal bitte etwas vorsichtiger. Oh mein Gott, ich bin völlig überfordert. Ich weiß gar nicht, was die von mir will. Ja, klar, dass ich ihr Geld zahle, während ich selber die Sachen mir sammle. Und wo ist diese Kröte, bitteschön? Mit ihren schlecht. Ich bin verwirrt. Und weiß ich, wo diese Kackkröte ist. Ja, hin und wieder höre ich auch so ein Quaken. Also Quaken. Doch, Quaken. Mit ja. Ihren schlecht. Aber ich habe keine Ahnung, wo diese Schildkröte bitte schön ist. Schildkröte, Kröte. Wo ist sie denn bitte? Ich verstehe es nicht. Vielleicht doch. Also ich tippe darauf, dass sie in einer der Kisten ist. Ach, da. Mit ihren Flecken. Danke dafür. Kann ich die jetzt nochmal oben an derselben Stelle finden? Ah. Ah, es bewegt sich. So. So wie anscheinend nicht. Dann vielleicht unten. Ah, da hinten. Ich glaube, das hat gewackelt. Gut, dass ich auch jedes Mal eine neue Zeit kriege. Schön wieder oben. Aber ernsthaft? Ich gebe ihr Geld? Nur damit ich das selber jagen kann. Wie ich sehe, haben Sie jetzt Ihre Warzen. Vielen Dank für Ihren Besuch, Mr. Potter. Auf Wiedersehen. Und ausgerechnet die Münze kriegt sie, die am wertvollsten ist, ne?
Natürlich. So ist das hierzulande ja auch, ne? Gibst denen Geld und machst die Arbeit selber. So. Ins nächste Geschäft. Ah, wie ich sehe, haben Sie die drei Knuts. Gehen Sie sich ruhig Ihre Pfauenfedern holen. Mein Pfau ist im Garten. Ich würde Ihnen raten, sich an ihn heranzuschleichen. Wenn er sich erschreckt, senkt er nämlich seine Federn herunter. Ich muss Sie warnen. Verwenden Sie bei einem Pfau niemals Ihren Zauberstab. Sie könnten sich selbst verletzen. Sehen Sie sich gut um. Hier stehen Kisten mit Sachen herum, die ich schon längst vergessen habe. Sehen Sie sich gut um, hier ruhig um. Hier stehen Kisten, die ich schon längst vergessen habe. Wie mache ich das jetzt? Aber da rennt er jetzt immer. Bin verwirrt. Kann ich das kaputt machen wenigstens? Ja, kann ich. Ja, ich sollte keinen Oje, Zauberstab und ich verwenden, dachte, weißt? Sie wären ein verantwortungsvoller junger Zauberer. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass Sie bei einem Pfau niemals Ihren Zauberstab verwenden dürfen. Versuchen Sie dieses Mal, zu ihm hinzukriechen. Falls Sie Ihren Zauberstab benutzen müssen, sollten Sie darauf achten, dass mein Pfau nicht in der Nähe ist. Kriechen? Wie geht denn kriechen? Ist ernsthaft? Ah! Tarnumhang. Warte. Ah. Nur einmal die Chance und dann nicht mehr. Wie krieche ich denn bitte? Irgendwie hochklettern kann ich ja auch nicht. Sie weiß nicht, wie man kriecht. Ich glaube, ich muss das mit dem Tarnumhang machen und dann irgendwie länger stehen bleiben oder so. Weil oben links hat sich ja diese Leiste geführt, aber jetzt habe ich ja gar keine Chance mehr, sobald das Dings ist. Man kann das Ganze abkürzen, indem ich ihn jetzt mit dem Zauberstab noch treffe. Weil ich weiß nicht, wie man kriecht. Oje, versuchen Sie dieses. Jetzt ist aber mein Dings leer.
viele Formfedern brauche ich denn? Hier ist ja nichts. Es lädt sich auch nicht auf. Ich dachte mir so, ja geil, so schnell kann das gehen. Kann ich die Kisten noch hier kaputt machen mit einem größeren Zauber? Nein. Es wirkt so, als könnte ich die vielleicht doch kaputt machen. Aber kann ich anscheinend doch nicht. Wenn ich Glück habe und er in meine Richtung rennt, dann kann ich ihn... nicht gut derweil dabei sein. So. Reicht das? Drei? Okay, sie haben sich drei Federn geholt? Oh, ich wusste, dass sie es schaffen würden. Wow. Aber ernsthaft, da denkt man so, oh ja, schleichen sie sich ran, ne? Schön und gut. Und dann hast du nur einmal diesen Tarnumhang und das war's. Der nicht lange anhält. Und es hieß kriechen, aber... kriechen kann ich nicht. Müsste ich googeln, ob es das gibt. Dass ich in Harry Potter kriechen kann. Ich habe diesbezüglich kein Tutorial erhalten. Da. Jetzt noch die Uhu-Feder, ne? War das eine? Bitte nur eine. Schon nervig genug, dass ich das alles holen muss, während ich die dafür bezahle, dass die da einfach in der Theke stehen. Ausgezeichnet! Sie haben drei Sickel. Damit können Sie sich eine Uhu-Feder kaufen. Mein Uhu ist in der Eulerei, aber er ist ziemlich nervös. Er muss noch gefüttert werden, bevor Sie eine seiner Federn haben können. Sein Futter liegt auf dem Tisch in der Eulerei. Der Wingardium Leviosa-Zauber hilft Ihnen dabei, den Uhu damit zu füttern. Verzaubern Sie das Futter, indem Sie auf die X-Taste drücken und bewegen Sie es mit den Richtungstasten zum Uhu hin. Halten Sie die X-Taste gedrückt, damit es nicht auf den Boden fällt. Wenn der Uhu satt ist, macht er erstmal ein Nickerchen. Sie können dann denselben Zauber verwenden, um die Feder in Ihren Besitz zu bringen. Viel Glück, Mr. Potter. Wäre ja mal was Neues. Nichts für das eigene Geld zu tun, ne? So, wo ist das Essen? Da. Wingardium Leviosa. Wahrscheinlich reicht einmal nicht aus. Wingardium Leviosa. Wer hätte das nämlich gedacht? Mich würde es auch nicht wundern, wenn die anderen Vögel Wingardium Leviosa das Essen wegschnappen würden. Wenn sie so da entlang fliegen. Ja, genau das. Wingardium Leviosa. Ach, und durch Zufall ist natürlich die Feder abgefallen. Wingardium Leviosa. Weil die Vögel hier, die Eulen, die können nicht über den Tresen hinweg zu mir fliegen, um mich anzugreifen. Mhm. Der Tresen dient als mein Schutz, damit die mich nicht angreifen. So eine Linie halt, ne? Die nicht überschritten werden kann. Ah, ich sehe, Sie haben die Feder bekommen. Gut gemacht und vielen Dank. Beehren Sie mich bald wieder, Mr. Potter. Und viele Grüße an Hedwig. Wiedersehen. Ich dachte, der wollte mir jetzt die nächste Eule verkaufen. Ach, was für ein Zufall. Das steht da. Hat er genug gesoffen, ha?
Gut gemacht, Harry. Lass uns zurück nach Hogwarts gehen, damit wir den armen Norbert heilen können. Kriege ich dafür eine rote Bohne, bitte? Bitte. Nur eine rote Bohne. Ein bisschen rote Endlich Bohne, bitte. Endlich wieder zu Hause. Geben jetzt Norbert das Drachentonikum. Wir haben's geschafft, Harry. Norbert ist wieder wohlauf. Gott sei Dank. War so besorgt. Bin ja froh, dass es ihm besser geht, aber auch irgendwie traurig. Er ist jetzt alt genug, um sein Nest zu verlassen und für sich selbst zu sorgen. Er will jetzt für sich selbst sorgen, der Kleine. Will ihn aber hier behalten, damit ich mich um ihn kümmern kann. Harry, Ron und Hermine verbrachten einen großen Teil ihrer Freizeit in Hagrids Hütte und versuchten, ihn davon zu überzeugen, dass er Norbert, seinen heißgeliebten Drachen, nicht behalten könne. Schließlich, nachdem die drei lange auf ihn eingeredet hatten, gelang es ihnen, Hagrid zu überzeugen. In dieser Nacht brachte Harry Norbert zum höchsten Turm. Rons Bruder, Charlie, hatte dafür gesorgt, dass der Drache auf dem höchsten Turm abgeholt und von dort aus nach Rumänien gebracht wurde. Als die Sache mit Norbert erledigt war, wurde Harry von Professor McGonagall geschnappt und bestraft. Malfoy war daran natürlich nicht ganz unschuldig. Zur Strafe wurde Harry in den verbotenen Wald geschickt, um dort nach einem verletzten Einhorn zu suchen.